Ab heute kann man wieder Schiff fahren. Was bedeutet das? Was hat man am meisten vermisst? Und vor allem, wie geht es jetzt nach, ich sage mal, der Corona-Pandemie weiter? Ja, man hat vermisst, dass einfach jetzt Leben auch in den Hafen Bregenz kommt, dass wir aufgrund der Grenzöffnung mit der MS Austria im Linienverkehr endlich von Österreich nach Deutschland fahren können. Was für Maßnahmen muss man jetzt treffen, während man Schiff fährt für die Passagiere? Ja, ist so. Wir haben natürlich verstärkte Hygienemaßnahmen an Bord. Das heißt auch beim Ein- und Ausstieg den Mund-Nasen-Schutz zu verwenden und am Schiff den Abstand einzuhalten. Dagegen im Außenbereich auf dem Schiff ist kein Mund-Nasen-Schutz nötig und auch am Sitzplatz im Schiff selber ist auch kein Mund-Nasen-Schutz nötig. Wie sieht die Zukunft der Schifffahrt jetzt nun aus durch Corona? Wird sich jetzt etwas verändern? Ich denke, bei der Schifffahrt wird sich nichts verändern. Es ist so, wir haben natürlich heuer ein besonderes Jahr. Das heißt, wir werden natürlich einen gewissen kleineren Rahmen gerade in unseren Eventfahrten haben. Das heißt, wir bieten natürlich weiterhin unseren Captain's Brunch und italienischer Abend auch das Grillschiff an. Aber die eine oder andere Fahrt wird es heuer nicht geben. Aber wir hoffen natürlich auch sehr auf den Herbst heuer. Wir hoffen, dass der auch doch in gewisser Weise ein goldener Herbst wird. Man hat ja auch gesagt, ab dem 20. Juni ist es so, dass man eine Direktfahrt von Bregenz nach Konstanz hat. Wie waren die Verhandlungen mit der Regierung und so weiter, dass diese Grenzöffnung endlich stattfindet, auch für die Schifffahrten? Ja, es ist so, es war natürlich immer auf der Kippe, aber es hat geheißen, am 15. Juni geht es los. Heute ist 16. Juni. Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir heute starten konnten Richtung Friedrichshafen, Konstanz und Insel Mainau, dass wir für die Passagiere und für die Gäste natürlich ab sofort ab Bregenz fahren können. Vielen Dank. Bitte gerne.